So ändern Sie die Farbkontrasteinstellungen unter Windows 11. Text mit geringem Kontrast ist möglicherweise schwer zu lesen. Starke, kontrastreiche Farben machen das Lesen von Ihrem PC schneller und einfacher. Suchen Sie in der Taskleiste nach Einstellungen und öffnen Sie die Option. Klicken Sie auf Zugänglichkeit. Klicken Sie auf Kontrastdesigns. Um Kontrastdesigns zu aktivieren, wählen Sie das gewünschte Design im Dropdown-Menü Kontrastdesigns aus und klicken Sie dann auf Übernehmen. Der Bildschirm Bitte warten wird möglicherweise einige Sekunden lang angezeigt. Die Farben ändern sich dann auf dem Bildschirm. Um das Kontrastthema zu deaktivieren, wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Keine aus und klicken Sie dann auf Übernehmen. Der Bildschirm Bitte warten wird möglicherweise einige Sekunden lang angezeigt. Die Farben werden auf dem Bildschirm wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Sie können die linke Alt-Taste, die linke Umschalttaste und die Drucktaste zusammendrücken, um den Modus mit hohem Kontrast schnell zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn keines der Standarddesigns Ihren Vorlieben gut genug entspricht, können Sie die Farben verschiedener Bildschirmelemente weiter anpassen. Wählen Sie ein Kontrastthema aus, klicken Sie auf Übernehmen und dann auf Bearbeiten. Sie können die Farbe der folgenden Bildschirmelemente ändern. Hintergrund: Das verändert den Hintergrund fast des gesamten Textes, den Sie in Windows oder auf einer Webseite sehen. Text: Ändert die Farbe fast allen Textes, den Sie in Windows oder auf einer Webseite sehen. Hyperlinks: Hier wird die Farbe aller Hyperlinks geändert, die Sie in Windows oder auf einer Webseite sehen. Inaktiver Text: Hier wird die Farbe des Textes geändert, der normalerweise ausgegraut ist. Zum Beispiel, wenn Sie eine bestimmte Schaltfläche oder Option nicht auswählen können. Ausgewählter Text: Ändert die Farbe eines ausgewählten Menüelements oder einer ausgewählten Option. Und Schaltflächentext: Hier wird die Farbe aller Schaltflächen geändert, die Text enthalten. Passen Sie Kontrastfarben an, indem Sie auf das farbige Quadrat klicken. Wählen Sie eine neue Farbe aus, indem Sie auf die Farbauswahlpalette klicken. Passen Sie die Helligkeit der ausgewählten Farbe an, indem Sie den Schieberegler unter die Palette verschieben. Wählen Sie Fertig, wenn Sie zufrieden sind. Um Farbänderungen zu speichern, die Sie an einem Design vorgenommen haben, wählen Sie Speichern unter. Benennen Sie Ihr benutzerdefiniertes Design. Wählen Sie dann Speichern und Anwenden. Das neue benutzerdefinierte Design wurde erstellt und wird jetzt im Dropdown-Menü angezeigt. Weitere hilfreiche Videos finden Sie auf unserem HP Support YouTube-Kanal.